Ja gut, wir haben natürlich erstmal ein Spiel auszuwerten gehabt. Ich denke, wir sind alle zu dem gleichen Schluss gekommen, dass wir ein ordentliches Spiel gemacht haben, ein ordentliches Spiel gesehen haben. Wir haben viele Torchancen rausgearbeitet, wir haben aber das Tor nicht gemacht. So müssen wir konstatieren, dass eigentlich ein Spiel, was hätte gut 3 Punkte bringen können, eben nur 1 Punkt gebracht hat. Und von daher, wenn ich jetzt die ganzen anderen Ergebnisse gesehen habe, da muss ich sagen, dann sind das einfach 2 Punkte zu wenig. Und jetzt haben wir die Aufgabe in Steinbach, und das haben wir eigentlich ab Dienstag vorbereitet, ich sage, da zu gewinnen. Und das ist unser Ziel. Wir wissen, dass wir Favorit sind. Wir spielen gegen den Aufsteiger. Und deswegen ist unsere Vorbereitung eigentlich nur insofern eintönig gewesen, dass wir gesagt haben, es ist wichtig, was wir dort machen. Wir wollen Druck machen, wir wollen spielbestimmt sein und diesmal hoffentlich auch die Tore machen, die nötig sind. Aber wir müssen uns darauf gefasst machen, dass da eine Mannschaft ist, die genau das bringen wird, was man von ihnen erwartet. Sie werden sehr, sehr aggressiv gegen uns spielen, sie werden sehr zweikampfbetont gegen uns spielen. Und wenn wir da hingehen und nur ein bisschen Fußball spielen wollen, dann werden wir unser blaues Wunder erleben. Und das ist mein Eindruck in der Beobachtung, die wir hatten, dass da eine Mannschaft ist, die es uns schwer machen wird, die tief stehen wird, die versuchen wird, natürlich über Kontersituationen uns gefährlich zu machen, uns gefährlich zu werden. Und darauf müssen wir vorbereitet sein. Aber grundsätzlich geht es bei diesem Spiel nur um eins, ob wir unsere Leistung bringen. Und zwar nicht nur in Sachen Zweikampf, Aggressivität, sondern eben auch in spielerischer Form. Und ich denke, man muss wieder sehen, was wir erarbeitet haben und das mit noch mehr Druck, sodass dann eben auch irgendwann die Tore fallen. Ja, ich denke, das Abschlusstraining jetzt eben hat gezeigt vor der Pressekonferenz, dass Solo wieder voll belastbar ist. Also er gehört wieder komplett zum Kader mit dazu und konnte die Trainingseinheit eben auch voll absolvieren. Wie hat der Trainer gesagt, wir haben fast alles gut gemacht, nur der letzte Schritt, der Tor hat gefehlt. Haben wir jetzt 2 Punkte liegen lassen und die muss man jetzt im nächsten Spiel am Samstag wieder zurückholen. Wird es einen neuen Kader geben? Ja. Das werden wir morgen nach dem Abschlusstraining bekannt geben, aber ich denke schon, dass wir hier und da ganz klar auf die Trainingseindrücke reagieren werden, weil ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt in dieser Woche Spieler, die haben es sich einfach verdient. Wir haben vorige Woche über die U23-Regel gesprochen. Da werden wir nicht viel Spielraum haben, aber grundsätzlich muss ich sagen, gibt es Spieler, die sich durch diese Trainingswoche einfach aufgedrängt haben und die werden, sollte der Eindruck morgen nach wie vor der gleiche sein, auch belohnt werden. Ich persönlich vertraue komplett meinen Spielern, dass sie wissen, um was es geht. Das merkt man eigentlich, dass unser Spiel eben, oder sagen wir so, dass die Spieler sich nicht erst ab morgen mit dem Spiel beschäftigen, sondern dass wir eigentlich schon in der Woche sehr, sehr konstruktive Gespräche hatten, dass die Spieler wissen, in jeder Trainingseinheit da draußen, wir bereiten ein sehr, sehr wichtiges Spiel vor. Und wenn ich dann sehe, wie die Jungs mitziehen, um die Trainingsziele zu erarbeiten, um im Endeffekt unsere Taktik fürs Wochenende einzuspielen, dann habe ich in keinster Weise irgendeinen Zweifel, dass wir einen einzigen Spieler im Kader haben, der dieses Spiel zu leicht nimmt.